Haben Sie in Ihrer Predigt auch mal politisch Dinge angesprochen? Ja, wir haben ja immer solche Reizthemen gehabt. Das, was ganz schwierig war, das müsste man vielleicht noch mit anfügen, wenn Sie das jetzt so fragen. Unser Bischof Auf der Beck damals, der eine wichtige Zeit auch Bischof in Erfurt war, der stammt aus dem Sauerland, war dann in Ausbildung, kam dann über das Seelsorgeramt Magdeburg hierher als Weihbischof und später als Bischof und war ein ganz, ganz guter Mann, hat auch meine Generation sehr stark mitgeprägt. Der hat immer beklagt, wir Pfarrer, wir fühlten uns eigentlich manchmal so wie auf einer Insel. Ja? Und man ließ uns eigentlich viel Freiraum, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und auf wem dann immer das abgeladen wurde, was jetzt dieser Konflikt war zwischen sozialistischer Gesellschaft und Kirche, das mussten dann die Leute draußen in Betrieben ausbaden. Ja? Oder in Vereinen ausbaden und sowas. Das war manchmal schon bis an der Grenze des noch Erträglichen. Das muss man einfach mal sagen. Haben Sie da mal Beispiele, also dass irgendwelche Gemeindemitglieder von Ihnen Repressalien zu erlitten haben für irgendwas, was Sie in der Kirche gesagt oder gemacht hatten? Also ich könnte jetzt auf Anhieb da nicht Ja sagen. Das ging auch nicht auf direkten Wege, das ging dann auf indirekten Wege. Ja? Also ich nenne jetzt ein Beispiel, das hat jetzt aber damit zu tun, aber auch nicht zu tun. Es konnte zum Beispiel kein Christ, weil er nicht in der Partei war, Schuldirektor werden. Es konnte kein Christ zum Beispiel, nur weil er nicht in der Partei war, in einem staatlichen Krankenhaus Chefarzt werden. Im kirchlichen, ja, wir hatten ja auch katholische Krankenhäuser, Erfurt und Heiligenstadt zum Beispiel in unserem Bistum, aber noch ein paar kleinere dazu. Es konnte zum Beispiel kein Christ Kombinatsdirektor werden, das heißt also für so einen Großbetrieb, Großunternehmen. Ja, das mussten also alles die Leute sein, die dem Staat treu ergeben waren, loyal waren. Ob sie es wirklich waren, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber da wurde höchster Wert darauf gelegt, dass man da also stubenrein bleibt. Ja. Und das ging dann hier in den Betrieben damit los. Ich meine, wenn jemand Meister werden wollte, oder in irgendeine andere leitende Position steigen wollte, ja, dann ließ man ihn schon spüren, gell, dass das also so nicht ist. Und was jetzt, sagen wir, diese politischen Dinge jetzt in der Kirche anging, da gab es also schon Beispiele. Unser Pater Wuchtig, ein Redemptorist aus Heiligenstadt, der kriegte ja sogar mal Einreiseverbot für den Hülfensberg. Der kriegte sogar, wenn ich das richtig noch weiß, Redeverbot. Und zwar deswegen, der hat also nicht in der Berg gehalten, der hat drauf gehauen. Das war nicht meine Art. Weil ich mir auch gesagt habe, das verbietet eigentlich auch so ein bisschen mein christlicher Glaube. Also ich möchte schon auch die Überzeugung, wenn es hoffentlich eine ist, ja, auch des Andersdenkenden, auch des Nichtchristen schon akzeptieren, ja, und respektieren. Aber ich möchte mir auch nicht übers Maul fahren lassen wollen. Ja. Und das, was dann vor Ort oft passierte, das war halt gemein. Also das ging jetzt zum Beispiel los, wenn jemand Berufsfeuerwehrmann war oder Polizist war. Ja? Also alle, die in Uniform gesteckt waren, Offizier bei der Volksarmee oder sowas, durfte nicht Mitglied der Kirche sein. Die Frau wurde gedrängt und der Mann mit, dass sie auch aus der Kirche austritt. Ja? Kinder von solchen Leuten wurden dann heimlich getauft. Ehen wurden dann heimlich irgendwo hinter verschlossenen Türen geschlossen, weil es in der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben werden durfte. Aber auch der Offizier der NVA Wert darauf legte, seine Frau auch zum Beispiel zur Liebe, doch ihr entgegenzukommen und das Ja auch vor Gott zu sagen.